Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben eine riesige, geile Release-Woche. Bleibt auf jeden Fall wach. Wir schauen uns jetzt direkt gleich noch Bad Moms J und Domiziano zusammen an, obviously. Und auch Nina Chuba und Rin zusammen mit AMG. Bedeutet, bleibt wach. Diese beiden Videos kommen auf jeden Fall jetzt direkt noch in den nächsten 20 Minuten online. Jetzt haben wir aber erstmal Dante am Start. Und auf diesen Track habe ich mich auch sehr gefreut, muss ich sagen. 4 Minuten 18 Sekunden. Schon okay. X kein Idol. Ich muss sagen, für Dante habe ich bis jetzt, ich glaube, nur eine Handvoll Songs leider abgecheckt, ja. Wir haben auf ein paar Tracks eine Reaction gemacht und ein paar habe ich mir ab und zu mal so angehört. Ich finde, er ist ein unfassbar talentierter und mindestens genauso interessanter Künstler, aber wie gesagt, niemand, wo ich on a regular basis reinhöre. Das Ding soll sehr, sehr special und sehr, sehr stark geworden sein. Von daher, geworden sein, war das richtig gesagt? Ich glaube schon. Soll auf jeden Fall sehr, sehr stark sein. Hat mir eine zuverlässige Quelle gesagt. Das heißt, ja, ich dachte, wir hören hier mal zusammen rein, Freunde. Ich freue mich sehr. Wie gesagt, wir sind super, super aktuell am Start. Bedeutet, bitte erstmal Link zum Original ganz oben in der Beschreibung abchecken und Liebe dalassen. Und jetzt bin ich gespannt auf Schon okay, X kein Idol. Wieso ich lebe, wirst du nie verstehen. So wie ich die Welt jetzt sehe, wirst du auch niemals sehen. Ich hab Lean in meinen Cup und Oppositions in der Nacht. Wir haben nicht viel gemeinsam, auch wenn ich dir ähnlich sehe. Sehr viel ist passiert, ich bin nicht mehr ein Kind. Eigentlich weißt du nicht, wer ich bin. Hatte viele falsche Freunde, ein paar Brüder liefern Drogen. Ich hab so viel zu erzählen, wo sollte ich beginnen? Du weißt nicht, welche Leute uns umgeben. Ich finde, das ist jetzt nicht nur bei dem Track so, sondern allgemein. Seine Stimme ist so super, super, super angenehm, crispy, clean immer. Ich beginn. Du weißt nicht, welche Leute uns umgeben. Du kennst unsere ersten Worte, aber weißt nicht, wie wir reden. Du kennst meine ersten Schritte, aber du weißt nicht mal, welche Wege ich bis jetzt gegangen bin in mein Leben. Und ich hatte dunkle Tage voller Regen. Egal an welchem Tag hast du mir nie einen Schutz gegeben. Wait, geht es um seinen Dad? Geht es um seinen Dad? Das klingt so ein bisschen so. Regen. Egal an welchem Tag hast du mir nie einen Schutz gegeben. Meine Seele ist betäubt, doch ich sehe, wie Mama lacht und das ist mein größter Segen. I guess es geht um seinen Dad. Boah, ich liebe den Vibe gerade. Wir haben bis jetzt, soweit ich gesehen habe, keinen einzigen Cut gehabt. Die Kamera umkreist ihn einfach. Es wirkt super nahbar, super persönlich und hittet auf jeden Fall, finde ich. Hittet schon mal so vom Feeling her direkt. Betäubt, doch ich sehe, wie Mama lacht und das ist mein größter Segen. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht mal, wo du warst. Aber ich weiß, du warst nicht mal für uns da. Boah. Ich war lange Zeit gebrochen und das jeden Tag. All die Jahre hast du nicht noch uns gefragt. Heute rufst du an, ich heb nicht ab, weil es nicht passt. Ich bin wegen Tour in einer fremden Stadt. Boah. Ey, das geht irgendwie, das geht direkt unter die Haut. So ein realer Stuff irgendwie catch mich sowieso immer, das wisst ihr. Und keine Ahnung, wie er es beschreibt auch, dass er jahrelang nicht für ihn da war und jetzt, wo er erfolgreich ist, auf einmal klingelt das Telefon wieder und dann geht er halt nicht ran. Besser ist es wahrscheinlich auch. Kann ich 100% nachfühlen. Hätte ich in der Situation exakt genauso gemacht. Aber ich ruf dich auch irgendwann zurück, weil ich schon weiß, dass keiner von meinen Brüdern das noch für dich macht. Mama sagt mir heute noch, dass ich so wie du laufe. Ich weiß nicht mal, wie du läufst, denn du warst nie zu Hause. Scheiß auf mich, aber wo warst du, als ich Mama brauchte? Du hast sie allein gelassen, wo sie dir vertraute. Wegen dir hab ich auch keinen Kontakt zu meinen Verwandten. Oma nachfragt, wie es mir geht, obwohl sie mich nie kannte. Doch ich nehm dir all das nicht mal übel, ehrlich, schon okay. All das machte mich zu Dante. Mein Gott, Bro. Holy shit. Das war so episch gemacht. For real. Dante, 16. Juni 2023 Album. Boah. Ich habe, glaube ich, schon länger nicht mehr so einen epischen, emotionalen, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es so geisteskrank war, aber es hat einfach emotional irgendwie auch gehittet, auch als er gesagt hat, ey, ich rufe dich trotzdem irgendwann zurück, weil ich bin nicht so einer, weißt du, ich rufe zurück und Ich will das dir auch gar nicht so krass übel nehmen, weil du hast mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin, zu Dante. Boah, da habe ich richtig Bock drauf, Junge. Krass, sehr, sehr stark gemacht, finde ich. Okay, dieses aber schon okay. Das hat gehittet. Wow. Sehr stark. Sehr starker Trailer, auch jetzt hier im Musikvideo eingebunden. Boah. Auch dann noch dieses größer als Zeichen, Junge. Ich weiß nicht, ob das sowieso sein Logo ist, aber es passt auf jeden Fall. Stark.
sehr, 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 sehr starker Song. Okay, wir sind jetzt bei Kein Idol. Auch wieder diesen wunderschönen Beat von Maxi direkt in den Ohren zu hören. Ich fahr um meinen Block, ich bin wie ich bin. Ich brauch kein Idol, ich hatte bisher auch kein Held. Ich bin viel zu muddy und ich fahre viel zu schnell. Ey, wir müssen ehrlich öfter bei Dante reinhören. Ich freue mich aufs Album, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen was zu machen. Weil allein diese Vielseitigkeit in diesen beiden Tracks jetzt schon zu hören, macht einfach Bock auf mehr. Ich fahr um meinen Block, ich bin wie ich bin. Ich brauch kein Idol, ich hatte bisher auch kein Held. Ich bin viel zu muddy und ich fahre viel zu schnell. Lungen sind kaputt, Wohnung voller Rauch. Und wir kippen 30s, unsere Alpres, die sind blau. Baby, ich weiß auch, nein, das ist nicht gerade schlau. Und du schreibst mir Dante, bitte pass heute auf dich auf. Bitte. Audi, ich ne... Ich finde diese, ich weiß gar nicht, was es ist, diese LED-Sache hier. Die sind so krass, wo auch das Logo von ihm so reingebrannt wurde in den Boden gerade gefühlt. Sehr, sehr stark vom Vibe her, finde ich. Macht Bock. Der Beamer hier ist schwarz. Fliegen auf der Autobahn 200 km/h. Sterne leuchten. Ich muss sagen, ich kann Autobahn und 200 km/h in einem Satz in einem Song nicht mehr hören. Ich kann das nicht mehr hören. Warum sind es immer 200 km/h auf der Autobahn? Ich check es nicht. Mach doch mal 30 km/h Lidl-Parkplatz. Wobei, man sollte auf dem Lidl-Parkplatz keine 30 km/h fahren, Freunde. Nehmt euch daran kein Beispiel. Da ist Schrittgeschwindigkeit. Hell und ja, sie spiegeln sich im Glas. Träume nachts von dir, ich trink mich abends in den Schlaf. Ich hab morgen noch eine Show, davor holen wie ein Maca-Brick. Nebo in dem Whipper hat doch circa 50... Ich finde, dieses hat, also erstmal auch, wie geisteskrank dieser Wagen sich jetzt erst ist so einmal in der Mitte durchgeschnitten, oder nicht? Oder bin ich gerade dumm? Der sieht doch, klar, obvious ist er das. Holy shit. Ich wollte nur sagen, dieses Musikvideo sieht so super futuristic-shit-mäßig aus. Also sieht futuristic-shit mäßig aus, nicht shit aus. Ich mach in meinem Viertel dann noch schnell noch ein, zwei Picks. Ich halt den Moment damit am festen Augenblick. Mein Bruder sagt mir, er ist da, egal welche Probleme. Und ich schreib ihm, ich küss deine Augen, deine Seele. Ja, und ich bin kein Idol, ich weiß auch, wie ich lebe. Ich mach eine Pint, wenn ich mein Auto nachts bewege. Würde in mein Cup, Louis Beck ist pink. Junge, ich fühle den Vibe gerade sehr, also wirklich allein schon durch diesen Beat. Ich fahr um meinen Block, ich bin wie ich bin. Ich hatte bisher auch kein Held. Ich bin viel zu muddy und ich fahre viel zu schnell. Ich würde in mein Cup, Louis Beck ist pink. Ich fahre um meinen Block, ich bin wie ich bin. Ich brauch kein Idol, ich hatte bisher auch kein Held. Ich bin viel zu muddy und ich fahre viel zu schnell. Boah. Also unterschiedlich hätten die beiden Tracks nicht sein können. Und das spricht immer für einen Artist, finde ich. Wenn man so vielseitig sein kann, ohne dass es komisch wird auch. Wisst ihr, dass er eben zeigen kann, ey, ich kann so, ich kann auch so. Checkt ihr? Geil. Alright, ey, ich freue mich sehr aufs Album, muss ich sagen. Wirklich, unexpectedly hat mir das richtig, richtig gut gefallen. Also ich habe ja schon gehört, es wird krass, schau es dir gerne an so. Und jetzt hat es mich aber auch wirklich überzeugt, ja. Also ich fand den ersten Track auf jeden Fall stärker als den zweiten. Der zweite ist halt einfach purer Vibe, Feeling, geiler Beat, Junge. Und macht auf jeden Fall Bock. Und dieses, ich brauch kein Idol, ich hatte auch noch nie einen Held, ist einfach, das ist auch nice, das ist nice. Sag ich, wie es ist, aber ich mag halt diese persönlichen, deepen Sachen viel lieber. Und das war mit schon okay auf jeden Fall der richtige Vibe. Und das war einfach episch gemacht, hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Boom, Break. Man sieht ihn, Dante, Album, bam, bam. Das war sehr episch, fand ich. Hat auf jeden Fall Bock gemacht auf mehr. Ich freue mich super, aufs Album reinzuhören. Wie gesagt, Freunde, bleibt gerne wach. Wir checken jetzt noch die neuen Releases ab. Und schreibt mir gerne eure Meinung zu Dante in die Kommentare. Vielleicht auch ein paar Tracks, die ich mir nochmal anhören soll, die ich noch nicht gehört habe, ja. Weil ich habe Dante nie so krass verfolgt, wie ich schon erwähnt habe, um so ein bisschen up-to-date zu sein. Ansonsten freue ich mich sehr auf die neuen Songs gleich. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt so fresh und gut aussehend wie immer. Und ciao.